Hallo meine lieben Sternfreunde, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Orakel von Delphi und erzähle euch die Planetenbotschaften der 35. Woche 2023 und die geht vom 28. August bis zum 3. September. Was erwartet uns diese Woche? Also der Mond hat auf jeden Fall eine große Runde, die er diese Woche laufen will. Und zwar beginnt er am Montag mit noch im Steinbock bis 16 Uhr. Dann wandert er weiter in den Wassermann, bleibt dort Montag bis Mittwoch und geht dann in die Fische über, wo am Donnerstag in der Früh auch Vollmond sein wird in den Fischen. Und dann geht es weiter in den Widder. Und am Sonntag, später Nachmittag, geht der Mond sogar in den Stier. Das heißt, wir beginnen in der Erdqualität die Woche und beenden auch in der Erdqualität die Woche. Dazwischen geht es mal ein bisschen luftig, exzentrisch oder wässrig, sehr empfindsam, über feurig, aktiv bis hin wieder zum erdig-sinnlichen. Aber es beginnt mit Steinbock. Und Steinbock ist ja von den Erdzeichen das, sag ich mal, nicht unsinnlichste, aber das, was die Pflicht vor die Sinnlichkeit stellt. Die Verantwortung und die Disziplin vor das gemütliche Erleben, wie das der Stier an erster Stelle tut. Daher wird der Einstieg in diese Woche vielleicht ein bisschen schwer fallen. Denn nicht nur der Mond ist in Steinbock und macht alles so ein bisschen langsamer und ein bisschen behäbiger, sondern auch die Opposition zwischen Sonne und Saturn, die am Sonntag grad genau war, wird in den Montag auch noch hineinwirken. Und deswegen kann es sein, dass ihr die Woche beginnt oder dass ihr aus dem Sonntag heraus so ein Gefühl schleppt von ich muss. Beziehungsweise die Opposition zwischen Sonne und Saturn am Sonntag hat so ein bisschen Sorge, so ein bisschen Schwere vielleicht in euer Dasein gebracht. Und dieses Gefühl von, ich trete in Tretmühlen und komme nicht weiter. Ich sitze im Hamsterrad und weiß nicht, wie vorankommen. Oder es sind jetzt so viele meiner Art, da weiß ich gar nicht, ob ich da nicht in Bedrängnis komme. Ja. Denn es geht ja zurzeit gerade darum, dass man das Individuelle, das, was dich einzigartig macht, dass du das auch auslebst und dass du das in die neue Epoche hineinträgst, in die Luftepoche. Und dadurch auch letzten Endes deinen persönlichen oder auch beruflichen Erfolg erringst. Aber gerade jetzt der Sonntag und der Montag fühlen sich so ein bisschen so an wie so ein Gedränge auf der Autobahn. Es sind so viele oder es sind so viele Einflüsse oder es sind so viele Menschen. Ich muss irgendwie einen Verhandlungsweg finden, wenn ich fühle mich so, als ob alles überfüllt wäre. Ich weiß nicht genau, welchen Platz ich da einnehmen soll. Und das ist der Saturn auf dem 4. Grad in Fisch. Und wichtig ist aber, gerade was die Sonne dann auf der anderen Seite kommuniziert, dass man sich letzten Endes genau da durch diese vielleicht auch Bedrängnis dazu hinbewegt, sich von Vorurteilen, also mentalen Vorurteilen und alten Konstrukten zu lösen und zu sagen, ja, wenn ich da auf der Schiene weiterlaufe, dann komme ich irgendwann in eine Sackgasse. Wenn ich aber vielleicht zu der Schiene noch eine Färbung meiner eigenen Persönlichkeit dazu füge, dann kann sich vielleicht ein ganz neuer Weg auftun. Und deswegen ist auch hier wieder gefragt, löst euch von den alten Konstrukten, von den alten Überzeugungen, um euren eigenen Weg zu finden. Denn es ist überall eine Lösung möglich. Es ist überall ein eigener Weg vorhanden. Es ist überall, es kann nichts passieren, was du nicht letzten Endes auch beeinflussen oder gestalten kannst. Und das ist wichtig zu wissen, auch wenn man sich gerade so ein bisschen bedrückt fühlt. Genau, jetzt komme ich aber zurück zum Müssen, denn einige müssen ja tatsächlich zurück, zum Beispiel in die Schule, zum Beispiel zur Arbeit. Denn in Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien zu Ende. Jo, ein Einstieg in den neuen Schulalltag mit Steinbockmond ist natürlich eher so ein Gefühl, wie gesagt, wat mut, dat mut, ne? Ich muss halt. Man nimmt vielleicht seine Verpflichtungen an, man nimmt sie vielleicht auch ernst.
Vor allem, wenn man weiß, ich muss jetzt vielleicht halt, das nächste Jahr endet mit MSA oder ich muss jetzt mein Abi machen oder so. Ne? Oder auch eine Lehrerin sagt jetzt, ich habe jetzt einen neuen Job, ich muss jetzt beweisen, wie cool ich drauf bin und wie pädagogisch, methodisch, didaktisch ich trotzdem halt die Klassen durch das Schuljahr laviere. Also die Bereitschaft ist da. Aber erwartet bitte von den Schülern nicht zu viel Eigeninitiative an diesem ersten Schultag, schon gar nicht bei dieser Mondkonstellation. Genau, aber am Nachmittag schon wechselt der Mond in den Wassermann. Und wie ihr wisst, wir sind ja kurz vor Vollmond. Und daher ist es auch, also auch außerhalb der Schule, auch im eigenen Leben, vielleicht jetzt gerade nochmal wichtig, genau nochmal zu schauen, habe ich jetzt alles parat, um sozusagen in meine nächste, in die exzentrische, in die Auswurfphase zu gehen. Und was den Schulalltag betrifft oder auch die Arbeit, ist es ganz gut, dass wenn der Mond im Wassermann ist, Dienstag, Mittwoch, dass Lehrer und Lehrerinnen diese ersten Schultage wirklich nutzen, um die eigenen Schüler vielleicht auch zu überraschen oder mit experimentellen Aktionen einzubinden und neugierig zu machen für das, was jetzt als nächstes im Fachbereich kommt. Das heißt, ein Ausflug in den Kletterwald ist auf jeden Fall wesentlich, effektiver als ein Tag auf der Schulbank. Und man kann ja auch den Ausflug in den Kletterwald nutzen, um damit zum Beispiel ein mathematisches, ein physikalisches, ein chemisches, ein biologisches oder sonst ein Thema des Schuljahres einzuführen. Und ihr werdet sehen, dass eure Schüler da auf jeden Fall tausendmal besser zuhören. Nichtsdestotrotz, wenn der Mond im Wassermann steht, ist die Konzentration so ein bisschen in alle Richtungen. Es geht um Facettenreichtum, es geht um was geht noch. Und deswegen, auch wenn ihr im Team arbeitet oder gerade euer eigenes Konzept ausarbeitet, dann macht euch lieber Gedanken über, welchen Weg könnte man noch gehen? Welche Facette habe ich vielleicht noch nicht beachtet? Wie vielschichtig bin ich oder habe ich eigentlich schon mal dies oder jenes ausprobiert? Das heißt, es geht wirklich eher danach, gedanklich oder körperlichen Freiraum zu gewährleisten oder auch Erlebnisse mit Freunden zu haben, die die innere Freiheit genauso schätzen wie ihr. Wenn du aber stattdessen tatsächlich drin arbeiten musst oder vielleicht einer täglich sich wiederholenden Tätigkeit nachgehen musst, dann kann es aber vielleicht sein, dass gerade, wenn der Mond im Wassermann steht, du plötzlich so geistige Blitze, Höhenflüge oder sonst was erlebst und nimm diese wahr als Impulse für deine Persönlichkeit und schau, was du dann daraus machen kannst, was das dir bringt letzten Endes. Mittwochnachmittag, ca. 16 Uhr Ortszeit Berlin, geht dann der Mond in die Fische über. Und dann geht es vom Geistigen wieder voll ins Herz bzw. ins Bauchgefühl. Und auch diese Tage lohnen sich eher zum Draußensein, Spaß in der Natur zu haben, am See zu sein, baden, falls das Wetter es zulässt. Also gönnt euch einfach eine Auszeit, wenn es möglich ist. Und wie gesagt, erste Schulwoche, zweite Schulwoche sind ja sowieso noch nicht so streng. Manchmal sind sie auch genutzt, um irgendwelche neue Einführungen zu machen. Also geht raus in die Natur mit euren Klassen. Gönnt euch das auch als Lehrer und gönnt euch das, wenn ihr Schüler denn doch die Schulbank drücken musstet, dann gönnt euch am Nachmittag irgendeine schöne Auszeit, wo ihr wirklich euren ganz eigenen Emotionen auch nachgehen könnt. Oder auch, wo ihr Stille um euch herum genießen könnt. Denn ne, in der Klasse, in der Firma wieder on Action zu sein, das ist halt einfach auch sehr viel Betrieb. Und dann lohnt sich der Mittwochnachmittag auf jeden Fall nochmal, um in die Stille zu gehen, um nochmal zu meditieren, um sich aus dieser Verwirrung etwas hinaus auszulösen. Und falls euch die Sorgen vielleicht wieder einholen, weil der Mond dann auch nochmal über den Saturn geht, mit dem die Sonne ja gerade am Sonntag eine Opposition hatte, dann geh auch nochmal in dieses Gefühl und erlaube das. Und wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt einfach der Welt auch nochmal entfliehen, dann erlaube das. Ja? Gerade der letzte Tag vorm Vollmond ist dafür gut.
Oder, kleiner Coaching-Tipp von mir, mach in dir selber, in deinem Inneren, denn Saturn ist ja rückläufig und deswegen geht es ganz viel auch um innere Prozesse der eigenen Standfestigkeit, der eigenen Verlässlichkeit, der eigenen Verantwortung gegenüber dem Leben. Ne? Und wenn ihr halt eben so ein Gefühl, wenn du so ein Gefühl hast und musst dem entfliehen oder du hast dir wieder mal viel zu viel aufgeladen und du weißt jetzt nicht genau weiter, welchen Weg, welche Richtung oder so, oder was soll ich wie delegieren oder so, dann macht euch doch eine kleine innere Aufstellung. Oder meldet euch bei eurem Astro-Coach. Ich bin jederzeit für euch da. Aber wer vielleicht schon so ein bisschen Self-Coaching-Erfahrung hat oder das schon mal ausprobiert hat, macht euer eigenes Tetralemma. Macht eure kleine eigene innere Aufstellung mit den Positionen. Wie wäre es, wenn ich es mache? Wie wäre es, wenn ich es nicht mache? Wie wäre es, wenn ich es gerade, also wenn ich es mir von außen betrachte, wie sieht das dann da aus? Ne? Und einfach um mal hineinzuspüren, wie bin ich auf dieser Position, wie fühle ich mich auf der Position, weil das gibt einem die Möglichkeit, auch ein bisschen Distanz zu dem eigenen Problem, was einem vielleicht gerade so groß und auf den Schultern so schwer lastet, ein bisschen Distanz zu dem Problem aufzunehmen, zu der Herausforderung und dadurch letzten Endes neue Blickwinkel zu erzeugen. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, weil ja am Donnerstag früh, 4 Uhr, Ortszeit Berlin, Vollmond ist. Und die Nächte von Mittwoch, Donnerstag, Freitag solltet ihr auf jeden Fall auch auf eure Träume achten, sofern ihr schlafen könnt. Aber ich glaube, bei Vollmond in Fischen ist es bestimmt leichter zu schlafen als bei Vollmond in Widder. Und die Träume, die ihr dann habt, auch wenn ihr noch so kurz schlaft, die könnten visionäre Züge haben. Die könnten ganz besonders stark sein. Sie könnten euch helfen, auch psychologische Themen in euch, seelische Themen zu verarbeiten und zu bearbeiten. Daher legt euch ein Traumbuch ans Bett. Schreibt euch auf, was ihr geträumt habt, auch wenn ihr in dem Moment gar nicht versteht oder wenn euch der Traum auch ein bisschen übermannt habt und ihr vielleicht denkt, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Wenn man dann später das Traumbuch so 2 Wochen später oder 3 Monate später nochmal liest, dann ist einem klarer, was die Träume einem sagen wollten. Und gerade die Menschen, die Fische, Jungfrau, Krebs, vielleicht auch Skorpion sind, auch Stiere, die zwischen dem 29. und dem 2. des Folgemonats geboren sind, beziehungsweise Aszendent, Planeten oder Hauptachsen zwischen dem 6. und dem 10. Grad des Zeichens stehen haben. Also des Zeichens Fische, Jungfrau, Krebs, eventuell auch Skorpion, auch Stier. Okay, auch sogar Steinbock, weil der Saturn in den Fischen natürlich auch ein bisschen immer das Steinbock-Thema mittransportiert. Ja, dann wie gesagt ist am Donnerstag halt Vollmond. Da kriegt ihr auch noch ein Vollmondvideo von mir. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was der Vollmond vielleicht für euch seelisch bedeuten möge, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal in ein älteres Video hineinzuschauen. Und zwar einmal das zum Beispiel vom 19.02. als Neumond in Fische war, wo man dann nochmal schauen kann, was war eigentlich das Thema des Fische-Mondzykluses. Oder halt eben auch nochmal das Video vielleicht vom März, wann war das? 28. März, über Saturn in Fische. Ihr findet den Link hier drunter. Genau. Dann wechselt der Mond Samstag früh in das Zeichen Widder und wir sind noch in der Vollmondwoche. Die ganze Woche ist auch im Vollmondmut, im Vollmondmodus. Und wenn der Mond im Widder ist, dann gehen wir aus dem Seelischen sozusagen wieder raus in die Aktion, aus den Sorgen hinaus in das Gefühl, so jetzt packen wir es aber an. Und der Vollmond lädt daher auch dazu ein, am Wochenende vielleicht nochmal so spontan Aktivitäten machen oder vielleicht auch, gibt wieder so ein bisschen Unruhe. Allerdings kann man diese Unruhe tatsächlich schon nutzen, um auszumisten oder aufzuräumen bei sich, besonders hier oben. Denn der Merkur ist ja rückläufig in der Jungfrau
Und daher kann es gut sein, dass man da das Bedürfnis hat, Dinge nochmal neu zu sortieren, um dann richtig in Aktion zu treten danach. Da der Mond am Wochenende ja auch dann am Samstag den Chironen wieder passiert, kann es halt eben sein, dass ihr ganz besonders die Widder-Menschen und die Menschen, die Chironen wieder haben, kann es eben passieren, dass ihr da auch nochmal euch Gedanken oder emotional euch verbindet mit dem, was bisher wehgetan hat, was ihr jetzt auch ablegen wollt oder abgelegt habt, dass da vielleicht auch nochmal eine Erinnerung zurückkommt. Aber es geht darum, tu dir Gutes. Das ist das Allerwichtigste. Und dann am Sonntag geht der Mond halt über den inzwischen ja schon seit einiger Zeit, also seit Mitte Juli, in den Widder übergegangenen Mondknoten, beziehungsweise die Achse, die auf Mondknotenachse, die auf Widder Waage stattfindet. Und der Mondknoten hat immer was mit so einer Art spirituellen Kompass für uns, für uns Menschen im Allgemeinen und natürlich auch im Speziellen zu tun. Und wenn der Mond über diesen Mondknoten geht, und das macht er jetzt seit Juli praktisch das zweite Mal, dann kann man auch den Tag nutzen, um sich Gedanken zu machen über die neuen Wege, die du gerade gehst oder auch die du bald gehen willst. Also welche neuen Wege werden gerade beschritten, die für deine Selbstverwirklichung wichtig sind. Daher kannst du dich auch am Sonntag nochmal mit dir beschäftigen und dich fragen, wo bin ich anders, wo bin ich neu, wo bin ich einzigartig, folge ich eigentlich meinen Bedürfnissen und auch meinen Impulsen, folge ich meiner eigenen Bestimmung. Und wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht, ist natürlich wichtig, folge ich meinen eigenen Bedürfnissen oder stecke ich sie zurück, um anderen zu gefallen? Das wäre der Mondknoten auf der anderen Seite. Aber auch die Frage darf man ganz mutig sich stellen, wo gehe ich rücksichtslos mit anderen um und folge vielleicht wirklich nur meinen eigenen Interessen, ohne zu gucken, was die anderen eigentlich dazu zu sagen haben oder ob ich dabei jemand anderem auf die Füße treten. Und wie könnte ich dies ändern? In die eine oder auch in die andere Richtung? Das heißt, es geht darum, selber für sich aktiv zu werden. Und da wir ja nun gerade noch im Vollmond sind, in der Vollmondphase geht es ja dann halt eben wirklich auch um die nächste Zukunft. Was ist das, was mich auch ausmacht? Wofür werde ich aktiv? Was liegt mir total am Herzen, sagt ja der Fische-Vollmond? Was ist meine spirituelle Aufgabe, mein spiritueller Weg? Und wie gehe ich dem nach? Also stehe ich dafür ein, fragt dann der Widdermond direkt danach. Na und damit sind wir dann ja auch gleich bei dem Herrscher des Mondes in Widder, den Mars. Der hat nämlich am Sonntagabend, letzten Sonntag, das Zeichen gewechselt und ist in die Waage übergegangen. Und dort wird er bleiben bis zum 12. Oktober. Ja, die ganze Mars-Power, die so, als der Mars in der Jungfrau war, vielleicht so geschoben hat und dir geholfen hat, auch Dinge fertig zu kriegen und ein bisschen mehr in der Perfektion vielleicht auch zu agieren, diese Energie lässt jetzt ein bisschen nach. Das heißt, wer in diesem August besonders fleißig war, besonders viel Aktivität an den Tag gelegt hatte, der darf jetzt ausruhen. Und das auch, obwohl die Schule beginnt. Genau, also alle Schüler ausgeschlossen sozusagen. Aber der Merkur, der ja rückläufig ist in der Jungfrau, zusammen mit dieser Energie des Mars in der Waage, sorgen dafür, dass dich eher das Kanapee einlädt zum Dösen und Nachspüren und Nachdenken als der Computer oder der Stapel Papiere auf dem Schreibtisch. Fürs Aufräumen, fürs Ausmisten kann man nach dem Vollmond das Wochenende benutzen. Schon, aber alles ein bisschen langsamer als vielleicht in den letzten Wochen. Wenn der Mond in Widder ist, kann das aber ein bisschen so Schubkraft geben, dass man dann eben auch sagt, so jetzt aber, jetzt muss ich das fertig machen oder jetzt fange ich an. Generell ist aber die Energie von Mars in der Waage, die
eines Kriegers, der bei einer feinen Dame zum Tee eingeladen ist. Und daher ist die Maßkraft, die Tatkraft, die Durchsetzungskraft eher auf Kooperation und Harmonie ausgerichtet. Willst du also deine eigenen Interessen durchsetzen, dann solltest du das besonders jetzt in dieser Zeit mit Klugheit und Strategie tun, also vorgehen. Dein Gegenüber immer auch in Relation zu dem, was deine Vorstellung von etwas ist, betrachten. Im Buddhismus gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, man koche den Tee im Geiste des Tees und reiche ihn dem Gast im Geiste des Gastes. Das heißt, je mehr du bereit bist, auch zu schauen, was ist das, was dein Gegenüber an Energien oder halt auch an Bedürfnissen, an Vorschlägen, an ja, meinetwegen auch Aktionen dir gegenüberstellt und was steckt vielleicht dahinter oder welches Bild von etwas steckt dahinter. Da ein bisschen ins Verstehen hineinzugehen oder auch ins Versuchen so ein bisschen mitzuschwingen, wirst du auf jeden Fall weitaus mehr erreichen in dieser Zeit mit Waagemaß, als wenn du unbedingt jetzt deine Interessen durchsetzen willst. Und daher könnt ihr euch gefasst machen auf 2 Monate, in denen Strategie an allererster Stelle steht. Und das nicht nur im privaten Leben, sondern tatsächlich auch im größeren globalen Kontext. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr eine schöne Woche habt. Eine Woche, in der trotz aller Hochs und Tiefs, trotz Schulanfang oder wieder Arbeitsbeginn, ihr den Vollmond genießen könnt und euch auch dort feiern könnt und auslassen könnt und einfach für euch sichtbar wird, was für euch im Herzen wichtig ist. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns spätestens zum Vollmond-Video oder in der nächsten Woche zu den Planetenbotschaften. Alles Gute, bis dahin, euer Orakel von Delphi.